Seid gegrüßt, Sternreisende, und willkommen zurück zum Kampf um Galaxie WW02. Wir spielen Stellaris, und zwar in einem Roleplay-Event hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Tumlo und ich bin hier zu Gast, doch ich bin nicht alleine. Mit dabei habe ich Zakor. Hallo Tumlo, hallo liebe Zuschauer. Ja, wir haben eine große Schlacht gesehen, die zwar schöne Effekte geboten hat, aber doch waren wir ein bisschen enttäuscht, ne? Letztendlich, weil einfach das gefallene Imperium hier nicht mit seiner ganzen Flotte aufgekreuzt ist, sondern nur mit einem Drittel, grob. Und dann war natürlich die Koalition sehr, sehr erfolgreich. Die haben hier kaum Schäden erlitten. Wenn ich hier mal die Prozentchen mir angucke, da sind hier 1,5% Schaden im Schnitt vielleicht. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Also kaum Verlust auf der Koalitionsseite. Info, die ich habe von Turanis, Jetzt haben sie die Flotte zusammengefasst, hier, habe ich gerade gesehen. Also Turanis hatte wohl während dieser Schlacht, er war ja an der Front mit seiner silbernen Armada, er hat wohl knappe 15.000 Flottenstärke verloren. Also insgesamt das, und da er an der Front war, das werden insgesamt vielleicht 30.000 gewesen sein, wenn es hochkommt, gegen die 100.000 Verlust auf der Feindesseite, weil die komplette Flotte zerlegt wurde. Aber ja. Ja, das gefallene Imperium hat jetzt tatsächlich seine Flotte zusammengefasst. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so ein Dilemma nicht nochmal sehen. Dass sie nicht wissen, wohin mit der Flotte, weil sie nur noch eine haben. Aber ich würde sagen, mehr sagst du dazu auch nicht. Denn wir haben ja noch Besuch da. Ah, siehst du, hab ich ganz vergessen. Naja, jetzt ist aber auch egal, ne? Ja. Hallo, du Green Jokey, du bist ja immer noch da. Hallo. Natürlich nicht hier irgendwelche Informationen weitergeben, die jetzt versehentlich von den Zacken weitergegeben wurden. Bezahlt ihr mich? Wir können darüber reden. Ein paar Mineralien, ein bisschen Energie sollte kein Problem sein. Das klingt doch gut. Verhandeln wir später, genau. Aber kann ja über eure kleinen Handlanger kann das ja laufen. So, ich schätze mal, ja, man sieht's, die Nevern fangen jetzt an zu belagern, hier den Planeten Gluckdai. Wo sind denn Transportschiffe? Da sehe ich nämlich noch keine. Doch, da, die Kasulmar kommen mit Transportschiffen an. Ja, der Wiesel ist halt fähig, ne? Er ist einfach nur nah dran. Ach, du bist einfach nicht dankbar dafür, dass er mitarbeitet auf deiner Seite. Weil er ist auch nicht aus gutem Willen. Deswegen mag dich auch keiner, weil du undankbar bist. Ich bin einfach nur jemandem undankbar gegenüber, der mir dauernd Vorwürfe macht, ich würde alle beeinflussen und Beleidigungen ausspricht und ähnliches. Das bin ja nicht nur ich. Aber nun gut, das ist... Und es ist auch nicht nur Wiesel. Da müsstest du auch mehreren gegenüber böse sein. Denn so eine Sprüche habe ich zum Beispiel auch schon von Arius gehört. Ja, aber gerade ein Arius macht es nur hin und wieder mal. Wer bei jedem Gespräch, wenn man sich begegnet, konsequent gegen mich wettert, braucht nicht damit zu rechnen, dass ich ihn mag. Aber nun gut, darum soll es gerade nicht gehen. Es geht hier nicht um persönliche Freundschaften, Feindschaften, Rivalitäten, wie auch immer. Denn es herrscht großer Krieg immer noch. Ja, die Tumlon sind halt undankbar. Ich erwarte da auch gar nichts anderes. Wir sehen hier schöne Forschungsschiffe, die hier analysieren. Wer ist denn das? Silzeren Astrum sehe ich hier. Kasulmar. Heiliges Amatar Imperium. Tunaptar. Fleißig am Scannen alle. Oh. Ich muss kurz, Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz jemanden mitbringen. Jetzt hat Tummel uns einen Live-Cliffhanger verpasst, denn ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Fliegt etwa die Flotte los? Nee, die Stühle. Das ist gerade Kroger-Mandat, hat Frieden geschlossen mit, So, ich muss kurz alles unterbrechen, denn wir haben eine wichtige Nachricht, eine wichtige Ankündigung. Wir haben etwas zu verkünden. Ich erteile euch das Wort, Chipmunk vom Mundi-Protektorat. Seid gegrüßt, ihr hohen Herren, seid gegrüßt, liebe Sternreisende. Unser Reich ist ja sehr emsig. Wir sind große Führer, was das Militärische betrifft, aber auch in der Forschung sind wir immer vorne mit dabei. Darum darf ich euch jetzt sagen, dass wir die Ersten von hinten sind, die den Warp 2 erforschen dürfen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Das war jetzt wichtig, das musste jetzt sein. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kann man vielleicht doch nochmal mitkämpfen. Jetzt dürft ihr auch mitspielen. Also es dauert jetzt noch, bis ich den erforscht habe, aber
Ich hab ihn jetzt sofort genommen. Aber du hast keinen Krieg mehr, kann das sein? Wenn ich das jetzt mal in der Rolle fragen darf? Ja, okay. Hab ich jetzt auch gerade gesehen, was ist passiert? Das Krugermandat wird einen weißen Frieden geschlossen haben wahrscheinlich. Hab ich jetzt nicht mit... Ah ja, right peace. Sehr aber tragisch. Die Forderungen, die an dich gehen sollten, sind ja in einem anderen Frieden mit drin, sehe ich das richtig? Okay. Wir werden das wahrscheinlich übergeben dann. Ja, das wird, ich weiß, Toganis oder so wird das für sich fordern, mir dann übergeben. Okay. Aber gut, es sollte eigentlich nur kurz darum gehen, wir waren ja noch im Gespräch. Meine Glückwünsche. Ja. Danke. Auf dass ihr auch mitspielen dürft. Lebt wohl. Ab jetzt wird ein galaktischer Player. Lebt wohl. Tschüss. Ah, da darf er auch noch. Hat aber lange auf sich warten lassen, die Karte, ne? Die Technologiekarte. 149 Jahre. Skandal, um das mal außerhalb der Rolle zu sagen. 149 Jahre bis zum Warp 2. Wahnsinn. Ja, das ist halt dann der Nachteil von solchen Zufallssystemen, ne? Das hat halt, der Vorteil ist, dass du dann wirklich nicht immer das gleiche Spiel hast, ne? Sondern es entscheidet halt, auch ein bisschen der Zufall. Man kann da definitiv noch dran schrauben. Also man sollte, halt meiner Meinung nach, es sollte gewisse Technologien geben, so Basistechnologien wie zum Beispiel Warp, was sich man sagt, nach 50 Spieljahren oder sowas, kommt das garantiert hin und wieder mal. Also da kommt das garantiert bei jedem dritten Mal oder sowas. Oh, ich sehe hier die Flotten am Rand des Systems. Sollen wir weitergehen? Ja, ich würde sagen, Green Jokey, auch bei euch bedanken wir uns für das Gespräch. Wir haben ja ein paar neue Informationen erhalten beim letzten Mal schon. Ja, bitte, kein Problem. Und überlassen euch jetzt wieder das Kommando eurer Truppen. Lebt wohl. Lebt wohl. So. Ja, ins Tiersystem sind sie gesprungen, um den nächsten Planeten zu belagern. Denn Seiyama, das System ist ja komplett besetzt dann durch die Kasulmar. Das Empire springt ins Seiyama-System. Wir wollen uns den Planeten zurückholen. Das ist aber tatsächlich auch ganz normales Verhalten der KI. Das habe ich auch schon festgestellt, dass wenn man sozusagen einen Planeten besetzt und mit der ganzen Flotte weiterfliegt, dann ist eigentlich fast garantiert, dass die KI versucht, sich dann zurückzuholen. Aber hier bei mir steht, die fliegen ins Lichtschwall-System. Das haben sie gerade geändert. Lichtschwall, wo ist das denn? Lichtschwall, da unten. Da die unten. Die sammeln sich erneut. Oh, weil die Heiligen Amatar sich dort sammeln. Wollen die vielleicht da was abfangen? Oh, die Schlachtschiffe vom Amatar-Imperium. Ich bin gespannt, ob Turanus das bemerkt. Aber theoretisch müsste ja das gefallene Imperium vom Norden hereinspringen. Das heißt... Ja. Die sind dann aber sowieso nicht gleich erreichbar. Möglicherweise ist das sogar Taktik, dass er tatsächlich sich denkt, dass er die Flotte hier ablenken möchte. Aber er schließt sich der silbernen Armada an, oder möchte das zumindest. Im Weg ins Firma-System. Das Problem ist, wenn jetzt das Fallen Empire hinterher springt, werden die Schlachtschiffe zerlegt. Na, was fliegt gerade ins System ein? Fragt man sich, was das bekämpfen will. Will es vielleicht seine Wut an den Nomaden auslassen, die dort über dem Neutronenstern schweben? Mir fällt gerade was auf, das könnte noch interessant werden. Ja, jetzt fliegt es wieder zurück. Hat sie gemerkt, auf was anderes ist doch bezogen. Nichts zum kaputt machen. Ich weiß nicht, ob sie das bedacht haben. Wir haben ja zwei Kriege laufen gerade. Mhm. Weasel hat gerade eines der Systeme besetzt, die an Catwallon gehen sollen. Und ich weiß nicht, ob die im gleichen Krieg sind gerade. Das heißt, konkret bedeutet das, wenn, also solange Weasel das Ding besetzt hat, wenn sie nicht im gleichen Krieg sind, kann Catwallon das nicht fordern. Muss ich gerade mal gucken. Und übergeben geht ja auch nicht, wenn es in einem anderen Krieg ist. Das passt aber. Das ist der gleiche Krieg. Sie sind, wir haben den Föderationskrieg auf der einen Seite und alle anderen Fraktionen im Krieg auf der anderen. Ja, ich bin aber überhaupt nicht verwundert, denn die Kasulmar, die haben ja ganz pfiffige Diplomaten, denen würde so ein Fehler bestimmt nicht unterlaufen. Hätte ihnen auch ehrlich gesagt eher Absicht unterstellt dabei. Ja, du bist ja sowieso undankbar, das haben wir ja schon letztes Mal besprochen. Oh, jetzt sind sie im Seiyama-System hier, die Fanatiker. Und fliegen wohin?
Irgendwas haben sie gerade beschossen. Was war das? Ich hab's nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich irgendein Transportschiff. Vermutlich, das wurde sofort pulverisiert. Von den Chunaptar stehen da Transportschiffe und von den Kazulmar. Alle reagieren, alle kriegen Panik. Man hört förmlich das Geschrei. Bis auf das Forschungsschiff der Astrum. Das forscht gemütlich weiter. Ja, vielleicht ist es kurz vorm Fertigstellen der... Nee, jetzt hat er abgebrochen, jetzt hat er es gemerkt. Okay. Alle ziehen sich. Ja, wahrscheinlich wurde es ja im Chat angesagt. Die sind bestimmt alle in einem Kanal. Ja. Jetzt, sie warpen ins Sejama-System. Kommst zur zweiten großen Schlacht? Ja. Ah ja. Und die KI versucht zu fliehen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Möchte ins Tiersystem. Das wird es aber nicht mehr schaffen, glaube ich. Jetzt wird's interessant. Weil ich sagen muss, ich vermisse gerade die Flotte der Nephon. Wo ist die? Ja, sie haben sie erwischt. Die Nephon fehlen. Weil die Nephon und die Kazulmar sind beide noch im Tiersystem. Okay, sind aber auf dem Weg. Sind aber auf dem Weg, okay. Die haben nur etwas langsamer reagiert scheinbar. Jetzt wird's interessant. Piu, 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 piu. Falls jemand den Sound nicht hört, mache ich den Sound. Danke, danke. Bisher scheinen vor allem die Amatar Schaden zu erleiden und ein Schiff nach dem anderen zu verlieren. Oh ja, die Schilde werden komplett ignoriert, das ist das Problem. Die Schilde nützen der Amatar gerade herzlich wenig. Hm. Und jetzt ist auch der Titan mal hier, den will ich jetzt mal schießen sehen. Aber der steht... Warte mal, ich gehe mal von der anderen Seite gucken. Ich will jetzt mal sehen, wie der Titan... Womit der feuert. Ich kann das im Moment nicht so richtig identifizieren. Oh ja, das war eindrucksvoll. Das hat gebrannt, glaube ich. Mal gucken, wo der hinfeuert. Aber der hat wahrscheinlich dann eine ziemlich lange Aufladephase. Ne? Der kann nicht so oft feuern mit dieser großen Waffe. Aber wo der hinfeuert, da wächst kein Gras mehr. Wobei im Weltraum wahrscheinlich eh nicht viel Gras wächst. Ja, wenn man damit mal den nächsten Planeten erwischt, das ist nicht angenehm. Ja, das könnte sogar sein, dass der Planet dann gleich zerfällt, weil, ne? Bei so einem Strahl. Ich glaube, ganz so mächtig wird das Ganze nicht sein, aber es wird definitiv einen Krater geben. Also, das wird schon die ein oder andere Kilotonne aber die an Explosionskraft sein. Die Waffe lädt sich echt lange auf, also das ist ja jetzt schon 30 Sekunden fast. Gut, man wobei muss ist ja die Zeit runtergeregelt. Ja, das stimmt. Hallo, schieß nochmal. Schieß nochmal. Wo ist der Mega-Spratzler? Gib. Aber die haben tatsächlich bisher kaum Kampfstärke verloren, wenn ich das richtig sehe, oder? Moment. Bei mir steht immer noch 211k, das ist noch ziemlich viel. Das heißt, das wird dann doch ein verlustreicherer Kampf. Das läuft sehr, sehr langsam bislang auch, von daher. Ah, da kommen jetzt die Nephon gerade an. Oh ja. Das ging ja mitten rein. Also Nephon und Kazulmar sind jetzt angekommen. Schließen sich gleich dem Kampf an. Und damit dürfte das Schicksal der Fanatiker, der Kenyudan, endgültig besiegelt sein. Jetzt haben wir auch hier ein paar Raketenschwärme. So, jetzt ist der... Oh nein, mein Titan ist kaputt, jetzt sind wir kein Spratzler mehr. Läuft's gerade etwas flüssiger, nur mal so aus die Frage. Das waren jetzt, glaube ich, auf einen Schlag fast 40.000 Stärke, dieser Titan. Zacko, kurz die Frage an dich. Läuft das Spiel jetzt gerade etwas schneller? Fällt dir da was auf? Mir wurde gerade ins Herz gelegt, weil ich ja noch einen recht schwachen Rechner habe, mir, dass ich mir die Schlacht nicht ansehen soll, weil ich das Spiel runterziehe. Ich darf das nicht beobachten. Also wenn, dann minimal. Okay.
Du kannst ja, wir können es ja mal testen. Dann guck jetzt einfach nochmal wieder hin. Ja, mach ich. Jetzt ist ja schon alles in der Nahkampfphase. Jetzt ist schwer zu sehen, wer für wen kämpft. Ja, die, jetzt geht's los. Die Kenyudan werden zerlegt. Aber die Amatar haben ihre halbe Flotte verloren. Also ungeschoren ist da niemand davon gekommen. Aber dennoch. Das heißt, jetzt ist der richtige Moment, um die Amatar anzugreifen. Ich sag gleich mal Wiesel Bescheid. Ich warte momentan ehrlich gesagt nur darauf, was die Tarianische Union macht, ob die irgendwie eingreift und diese Gelegenheit ausnutzt. Denn die Flotte des der Kenyudan ist zerlegt, da ist quasi nichts mehr übrig. Nur das, was jetzt wieder aufgebaut wird. Und jetzt haben sie Zeit und springen auch gleich ins Heimatsystem wahrscheinlich gleich. Na, stimmt nicht. Sie reparieren jetzt erstmal und werden jetzt, also sie sollten sie jetzt eigentlich aufteilen und versuchen alles zu belagern. Die ganzen Raum ja, damit, zu zerstören, dass sie nichts mehr aufbauen können. Ja. Die Kenyudan sind besiegt, würde ich sagen. Das sieht ganz so aus, ja. Das heißt, jetzt kann die Krise spawnen. Wollen wir die jetzt manuell starten in diesem Moment? Na, ich glaube, das wird doch etwas sehr fies. Wir lassen denen, glaube ich, noch ein bisschen Gelegenheit, um ein bisschen was wieder aufzubauen. Wir lassen, und dann überlegen wir es. Wir lassen die Zuschauer vielleicht entscheiden, ja? Nee. Die Entscheidungsgewalt gebe ich nicht ab. Das dauert doch viel zu lange, wenn wir die Zuschauer entscheiden lassen. Müssen wir sozusagen warten lassen, ne? Die sehen es ja sozusagen dann die letzte Folge kurz vor dem nächsten Spieltag, ne? Nee, noch nicht mal. Also die letzte Zeit mit der Aufnahme. Können wir ja so timen lassen dann. Aber ist ja egal, war ja nur ein Witz. Zur Erklärung, brauchen wir jetzt nicht nur so zur Erklärung, wie wir das machen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist, glaube ich, also okay, wir hatten jetzt einen Sonderfall, weil wir nur 3 Folgen gemacht haben, aber normalerweise ist zum Zeitpunkt der Aufnahme die vorletzte Folge von der Woche vorher online. Also quasi eine Folge ist noch auf der hohen Kante. Glaube ich zumindest. Der Kasulmar und Nefon sind schon ins Heimatsystem. Ja, die teilen es jetzt auf. Sie machen es richtig. Eingeflogen. Teilen es jetzt komplett auf und belagern so viel wie möglich. Zerstören Außenpfosten und ähnliches. Wir sollten erknüpfen sich jetzt noch eine einzelne Station vor. Anscheinend hier diese Militärstationen, die das gefallene Imperium hat, sind keine Fangstationen. Anscheinend. Weil normalerweise hätte ich ja erwartet, wenn das so eine Militärstation ist, dass dann sozusagen jemand, der ins System einfliegt, automatisch dort landet. Das sind Festungen, die einfach nur sehr, sehr stark bewaffnet sind und Geschilde sowie Panzerung haben. Aber dadurch, nein, also dass wir jetzt sozusagen aus der Ferne ranfliegen können, dann ist die Verteidigung ja gleich um einige Dimensionen schwächer. Ne? Ja. Finde ich auch ein bisschen enttäuschend. Kasulmar und Nefon greifen jetzt gemeinsam die Station, die Festung und den Raumhafen an. Sie sind jetzt auf dem Weg zur Heimatwelt der Kenyudan. Ja, sieht man wieder mal hier. Die Kasulmar holen sich das Ziel mit dem größten Prestige ab. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja diese Gigakanone oder so, was hier feuert vom... Ja, Raumhafen feuert gerade. Achso, das ist der Raumhafen. Aber der Kadros hat, glaube ich, irgendwie Gigakanone oder irgendwas. Wie sehen die nochmal aus? Flak-Artillerie und auf den kleinen Schiffen hat er Gauss-Kanonen. Ich sehe leider die großen Schiffe nicht. Also die auf den Schlachtschiffen hat er, glaube ich, Gigakanonen oder sowas, hatte ich vorhin geguckt. Gigakanonen, kinetische Artillerie und Flakartillerie. Und da werden jetzt die Festungen zerlegt. Die sollten da versuchen, sich auch noch anzuschießen. Sie sammeln sich gerade alle für diesen Endkampf, aber der wird wahrscheinlich schon entschieden sein, wenn der Rest ankommt. Die Festungen sind zerlegt. Nefon und Kasulmar haben gemeinsam hier ordentlich aufgeräumt. Aber wir haben nochmal 2 Festungen bei Skytappe. Wir können uns ja jetzt mal die Kriegspunkte angucken. Gute Idee, machen wir das mal. Schauen wir mal. Jeweils -25 von Seiten der Kenyudan. Ich
bin gerade blind, ich sehe sie gerade nicht. Ken. Das ist es ja auch nicht. Minus 3 ist ja auch bei den Nephon. Müssen wir nur noch gucken, dass sie ihre Spielmechanik richtig hinbekommen mit dem Besetzen. Müssten die nicht einfach unter Imperium gelten? Verstehe ich nicht, warum andere. Ich nicht sehe. Ach, bei anderen sind die, okay. Da hätte ich natürlich lange suchen können. So, das war's. Die letzte Festung ist gefallen. Celestial Throne wird schon belagert. Jetzt und ich muss korrigieren, die andere Festung wird noch, lebt noch. Ich dachte, es ist so ein Raumhafen. Aber nein, es ist noch eine Festung. Doch auch die wird gerade zerlegt. Nephon. Da ist nichts mehr übrig. Nephon, Kasulmar, Söldner und Tunaptar sind in einem Krieg. Die haben gerade die Nase um einen Punkt vorne. Die anderen haben minus 32. Ja. Beziehungsweise plus 32 dann aus ihrer Perspektive. Und die Nephon haben minus 33, also plus 33 aus ihrer Perspektive. Ganz genau. Aber viel wird dann sicherlich durch das Besetzen der Heimatwelt noch zu holen sein, ne? Die bringt ja, glaube ich, besonders viel Punkte. Und da sind gerade die Söldner dran. Die Frage ist, wer... Ja, die Söldner werden die wahrscheinlich besetzen. Ja. Ist auch eine Forderung in ihrem Krieg. Also diese beiden Planeten hier müssen von der Nephon-Allianz, nenne ich es jetzt einfach mal, von der Nephon-Koalition besetzt werden für die Forderung. Mhm. Also Sky Temple soll ja von den Söldnern befreit werden und Celestial Throne von den Nephon. Mhm. Es gibt sich aber nicht viel, ehrlich gesagt. Einfach nur wichtig, dass die... Ja, wahrscheinlich ist es auch gar nicht so schlecht, denn die Söldner, die haben, glaube ich, auch starke Bodentruppen. Die hatten ja ihre Eigenschaften so gewählt, dass sie besonders starke Bodentruppen auch haben, nicht? Wenn ich mich da richtig erinnere. Und ich sehe zum Beispiel gerade eine, in Anführungszeichen, fehlerhafte Besetzung. Also es muss auf jeden Fall... Oder wird es nur falsch angezeigt? Okay, vergiss, was ich gesagt habe, es wurde nur falsch angezeigt auf der Karte. Ja, das denn passiert da leider auch aus, immer noch. Denn es sah gerade so aus, dass das Hürmer-System wird bei mir gerade so angezeigt, dass es von Weasel besetzt ist. Allerdings ist es genauso wie das Tiersystem von Turanis besetzt und damit passt das. Denn die beiden Systeme sollen ja erobert werden für das Muniprotektorat. Also die werden jetzt vom Amatar-Imperium übernommen und danach übertragen. Jetzt entbrennt gerade der Bodenkampf um die Heimatwelt der Kenyodan. Ja, die armen Kenyodan sind gerade arbeitslos. Tragisch. Aber man merkt, die Genviers sind etwas intelligenter als die anderen. Die haben hier nicht unterschätzt, sie halten sich weiter ruhig und sammeln weiter wie üblich. Also diese Xenophile, sie haben schon immer, sie waren vor allem an der Erhaltung aller Lebensformen interessiert und sehen da natürlich keinen Grund, irgendwelche Kriege zu führen momentan. Und verhalten sich weiterhin friedlich. Doch, ja, damit so kennen wir die Genviers. Damit ist der Heimatplanet besetzt, wenn ich das richtig sehe, von den Söldnern. Ja. Celestial Throne ist besetzt. Diese ganzen schönen Fabriken. Jetzt hat gerade der Nephon-Krieg gerade die Nase vorne mit 56 und die anderen haben 41. Und die Söldner fliegen nach Sky Temple. Darkon-System wird gerade von den Kasulmar belagert. Oder. Nein, noch zerstören sie Raumstationen, aber werden gleich belagern, denke ich. Ishnor-System ist jetzt ebenfalls besetzt in Händen des Amatar-Imperiums. Tja, das geht jetzt ruckzuck, nachdem die Flotte zerstört war, dann war es sozusagen nur noch eine Frage. Kreximar, Sintinaska und Sarkon sind noch unabhängig. Die sollten bald in der Lage sein, ihre Forderungen durchzubringen, denn keine Seite hat 100% Warscore gefordert, also rein aus spielmechanischer Sicht sollte es bald möglich sein, dass jeder das fordert, was er haben will. Mhm. Auch wenn beide gleichzeitig alles besetzen. Ja, die Kenyodan denken sich jetzt gerade, was ist falsch gelaufen? Was haben wir falsch gemacht? Wir waren so stark, wir haben uns so sicher gefühlt und irgendwo ist was schiefgelaufen auf dem Weg. Ja, da hat irgendein Admiral Mist gebaut. Und zwar ganz gewaltig.
So, das Kreximer-System ist dran. Ja, es sieht doch schön aus. Sollen wir uns nochmal einen Gast holen zum Ende dieser Folge? Ja, glaube ich, wäre sinnvoll. Einfach mal, wen könnte man denn als Sprecher sehen dort? Ich denke mal, Kardos wäre das wohl am ehesten, aber dem geht's ja, der ist ja, hat sich bereits vorhin entschuldigt. Ja, achso, naja, dann den Kriegsführer der anderen Kriegspartei, oder? Ja, das? Ich denke mal, ich werde Turanis anfragen, beziehungsweise Rald, Entschuldigung. Sehe ich das? Ah, ein Krieg ist, glaube ich, sogar schon vorbei. Ja. Und da haben sich die Grenzen verschoben. So, ich muss nur Flotten kurz schicken. Da bist du. Ich hab dich gerade schon mitgezogen. Die beiden Kriege sind auch gerade vorbeigegangen. Ja, haben wir gesehen. Und jetzt schauen wir das mal an. Also. Tyr und Hyrma sind gerade in der Hand des Amatar-Imperiums und gehen gleich an das Mundi-Protektorat. Das habe ich richtig verstanden. Korrekt. Oder? Das geht ans Mundi-Protektorat. Wir haben eine ganze Menge unabhängige Nationen. Ja, das ist jetzt das, was du in einer der letzten Folgen schon gesagt hattest, das sind jetzt diese Besatzungssektoren, ne? Die Besatzungszonen. Ja. Da sieht man das so. Und damit ist das, sind die Kenyodan-Fanatiker nicht mehr existent. Das freut uns natürlich. Das war ein glorreicher Krieg zur Sicherung der Galaxie. Das freut mich tatsächlich auch sehr, dass das so gut geklappt hat mit der Zusammenarbeit. Haben die Kasumar mittlerweile erzählt, was ihr Plan ist in Bezug auf die beiden Systeme? Das haben sie noch nicht genau definiert. Jetzt ist er gerade verstummt bei mir. Oder bin ich das? Nun scheint es bei mir zu hängen. Akzeptieren. Wie sieht denn jetzt der Plan aus bezüglich der ganzen unabhängigen Einzelreiche? Der Plan ist, dass sie unter einem Schutz stehen. Bei mir hat es, glaube ich, gerade ein bisschen gehangen. Das, was ihr als vorletztes gesagt habt, könntet ihr das vielleicht nochmal sagen? Weil bei mir hat es gerade irgendwie gehangen. Was war denn das Letzte, was du gehört hast? Ja, als es darum ging, was Wiesel mit diesen zwei Planeten machen will. Okay. Die Kasumar. Da plötzlich hatte ich irgendwie 30 Sekunden lang Standbild und habe euch nicht mehr gehört. Also die Kasumar wollen sich das erstmal anschauen mit dem System und dann entscheiden, was daraus wird. Ich hoffe, dass es die freien Systeme freigeben, dass es auch ein unabhängiges System wird zur Sicherung des gesamten galaktischen Friedens. Nicht, dass es da irgendwann zu Problemen kommt, deswegen. Das war der Wortlaut der Kasumar? Ja. Das war der Wortlaut. Sie wollen sich das anschauen und entscheiden später. Wegen dem Krieg, da wir die alle Flotten brauchten, haben wir das erstmal akzeptiert auf der Konferenz. Ich hoffe tatsächlich sehr darauf, dass sie Unabhängigkeit hier gestatten, denn die Kenyodan, ich meine, wir wissen, Tyr und Hyrma werden gleich noch an das Mundi-Protektorat fallen, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass er wohl abstimmen lassen möchte in seinem Volk, ob diese Planeten integriert werden oder unabhängig werden. Das heißt, ja, das sagt er. Das Sayama-System soll ja auch nach etwas Beobachtungszeit, nennen wir es mal so, entlassen werden. Das bedeutet, dass möglicherweise Weasel der Einzige ist, der das Ganze behält und damit quasi ein Fleck hier mitten im Gebiet kontrolliert, aber das wird sich zeigen. Kenyodan sind auf jeden Fall Geschichte. Ja, das Volk nicht, aber ihr Reich ist Geschichte. Ja, die und Fanatiker sind Geschichte damit. Ganz genau. Wie sieht denn jetzt der Plan aus auf das weitere Vorgehen bezüglich der Galaxie, jetzt nachdem diese Bedrohung doch abgewendet wurde, erfolgreich? Ja, wir versuchen mit den Kasumar irgendwie zurechtzukommen, was schwierig ist, bis unmöglich. Und die Tarianische Union hat während der Verhandlungen bereits schon ziemlich kriegerische Andeutungen gemacht, dass sie noch weiter Richtung Mundi-Protektorat vorgehen wollen. Vorwiegend erstmal, um das Kroger-Mandat zu integrieren. Das ist doch durchaus interessant, wenn man bedenkt, dass sie es eigentlich als unabhängigen Staat dazwischen stehen lassen wollten. Aber nun gut. Das ist wahrscheinlich wieder mal ein Regierungswechsel gewesen oder ein anderer sozusagen Regierungsführer. Und jetzt hat sich die Politik wieder geändert. Das haben wir schon mehrmals erlebt bei den Tarianern. Vermutlich. Ja, die Tarianer, das ist
Diplomatie mit denen ist unmöglich eigentlich. Es ist das sagt aber auch immer nur ihr. Das kommt immer von euch. Das ist nun mal leider die Wahrheit. Ja, wenn man andere, ist die Wahrheit. Wenn man andere Völker fragt, dann klingt das wieder anders, ne? Na gut, wir beobachten das Ganze auf jeden Fall gespannt. Wir sind neugierig, wie sich die Lage der Galaxie entwickelt. Gibt es irgendwelche Pläne bezüglich einer erweiterten Föderation? Jetzt gerade in Bezug auf Chunapta und das Muniprotektorat? Also wir versuchen unser Möglichstes. Bisher ist auf diplomatischen Wege da noch keine Einigung entstanden. Okay, also es steht noch nichts in Aussicht. Leider nicht. Aber gut, ich bin neugierig, wie sich das entwickelt und würde mich dann auch hier wieder für das Gespräch bedanken, wenn mein werter Herr Zacke keine weiteren Fragen hat. Nicht unbedingt. Allerdings sehe ich das gerade richtig, dass in diesem Kenyodan Imperium oder ja, Kenyodan Empire, dass dort Sklaverei läuft? Wer hat denn das verursacht? Das war das, was. Wer hatte die freigelassen, diese Ecke? Das Asmor-System ist das. Okay, das ist der Paron-Kult freigelassen worden. Also wirklich. Also der Paron-Kult hat der Sklaverei zu abgeschworen, aber irgendjemand scheint da. Da muss wohl wieder was. Muss wohl wieder was in der Kommunikation schiefgegangen sein. Das werden wir besprechen, aber danke für die Information, Zacke. Ja. Da gut, werden dann wir noch das korrigieren. Werden wir das beobachten und ich sage, lebt wohl, Turanis. Lebt wohl. Nein, wohl. Moment, mit wem sprechen wir momentan? Ralt war es immer noch, oder? Ralt. Ja, Ralt. Entschuldigt, ich komme mit den Namen hin und wieder mal durcheinander. Lebt wohl, Ralt. Lebt wohl. Lebt wohl. Ja, jetzt hast du es gerallt, wa? Ja, ja, jetzt habe ich es gerallt, genau. Ich würde sagen, wir setzen auch gleich mal wieder einen Cut. War doch eine interessante Situation, wenn auch etwas nicht ganz so spannend wie erhofft, etwas antiklimatisch. Nein, wie heißt das? Ja, ja, schon richtig, aber irgendwie so in der Art das, auf jeden Fall. Das ist aber Schuld der KI, ne? Das haben wir ja eindeutig festgestellt, dass die dort sich so komisch verhalten hat. Erst gegen diese kleine Kroger-Flotte alle zusammen hingeschickt und dann plötzlich nur noch eine Flotte einzeln. Also das war sehr, sehr komisch. Aber wahrscheinlich liegt es halt wirklich daran, dass zwei Kriege geführt wurden, ne? Und da hat es irgendwo bei der Flottenstärkeberechnung was schiefgegangen. Das ist halt das Problem. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, wir setzen einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge. Jetzt, wo gerade wieder erstmal Frieden herrscht in der Galaxie und das erste Fallen Empire gerade zerlegt wurde. Komplett. Tja, und relativ schnell auch. Das hat er jetzt nicht länger als 20 Jahre oder so? Weniger. Weniger, 15 bis 20 Jahre etwa, denke ich. Ich glaube, es ist auch noch weniger. Dann, aber naja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.